Die Bankenkrise geht weiter. Heute der neueste Fall mit PacWest, die innerhalb von nur einer Woche fast 10% ihrer gesamten Kundeneinlagen verloren haben. Wenn man das mal weiterrechnen würde, wenn das also jede Woche passieren würde, dann kann man sich ausrechnen, wann die Bank gewissermaßen leer ist, praktisch keine Einlagen mehr hätte. Ist natürlich unrealistisch, aber es zeigt die Dramatik der Situation. Und warum soll sich da etwas ändern? Warum sollen die Leute nicht ihre Gelder woanders hin verschieben, in Geldmarktfonds, wo sie 5% Zinsen bekommen, anstatt sie praktisch unverzinste eben in solchen Regionalbanken zu lassen? Also dürfte das weitergehen, es sei denn, die Fed beseitigt diese Zinskonkurrenz, senkt also die Zinsen auf Null. Das kann sie aber nicht, denn dafür ist die Inflation nach wie vor deutlich zu hoch. Und was jetzt eben kommen wird, ist, dass durch diese Geldabflüsse die Kreditkonditionen sich weiter verschärfen werden. Und das wiederum wird bedeuten, weniger Kredite ist weniger Wachstum, ist Schrumpfung, ist dann eben eine Rezession. Und diese Rezession ist von weiten Teilen des Aktienmarktes an der Wall Street nicht eingepreist. Gerade nicht von den Tech-Unternehmen. Man sagt, okay, Apple ist doch ein sicherer Hafen zum Beispiel, aber wirklich ein Unternehmen, das mehr als 50% seines Umsatzes mit dem Verkauf von sehr teuren iPhones macht, das werden sich dann viele Leute nicht mehr leisten können. Dann hängen noch Servicebereiche hinten dran am iPhone. Also da dürfte alles, was mit dem iPhone zu tun hat, so 60-70% des Umsatzes betreffen. Und wie gesagt, wenn die Leute ihren Job verlieren, wenn die Dinge hier deutlich abkühlen, dann wird der Verkauf von iPhones sinken. Deswegen verstehe ich nicht, warum man glaubt, dass solche Unternehmen wie Apple vor dieser Rezession sicher wären. Schauen wir uns die Dinge nochmal an. Hier sehen wir 9,5% der Einlagen sind verloren gegangen innerhalb von nur einer Woche. Die Aktie von PacWest mehrfach dann vom Handel ausgesetzt, weil eben der Druck zu stark war. Hier sehen wir mal um und bei, kann sich jederzeit ändern natürlich, minus 29% PacWest, dann West dann Alliance, das könnte der nächste Problemkandidat werden mit minus 6%, die anderen etwas maßvoller, aber jedes Mal, wenn man denkt, naja, die Krise ist jetzt zu Ende, dann kommt eine andere Bank, die hier offenkundig in Schieflage gerät. Der Bankenindex KRE jetzt 38% im Minus und wir sind jetzt gerade mal 2 Monate in dieser Bankenkrise. Wie gesagt, wie soll sich das ändern? Jedenfalls heute Jamie Dimon, der dann gesagt hat, ja, guckt euch doch mal die Shortseller an, die also diese Aktien shorten. Da sollte man überlegen, ob man ein Shortverbot machen sollte. Das ist großartig. Selbst die Fed sagt, das macht keinen Sinn, denn man hat in der Finanzkrise gesehen, man hat ein Shortverbot für Banken erlassen. Dann gab es eine Rallye, dann gab es am nächsten Tag nochmal eine Rallye und dann folgte der Absturz. Denn diese Leerverkäufer, das sind dann auch wieder Käufer, wenn sie ihre Position eindecken. However, vielleicht noch relevanter ist, dass Jamie Dimon gesagt hat, ja, der Chef von JP Morgan, damit der mächtigste Banker in den USA, dass Commercial Real Estate und Office Loans are an issue und diese Losses, diese Verluste in diesem Bereich may take a few banks down, könnten einige Banken praktisch zum Kippen bringen. Und es geht hier um 722 Banken, die bereits mindestens die Hälfte ihres Kapitals verloren haben, ihres Kapitalpuffers verloren haben. Und dieser Commercial Real Estate Bereich, dieser Gewerbeimmobilienbereich, der ist in den USA ein Problem, der ist aber auch hier ein Problem. Jetzt die Citigroup heute mit einer Analyse und gesagt, okay, hier auch die Preise für Gewerbeimmobilien könnten nochmal um 40% weiter fallen. Hier sehen wir schon mal, wie stark die Preise inzwischen gefallen sind. Natürlich auch eine Folge der Zinsanhebung, aber nicht nur, sondern eben auch Corona. Die Leute kommen weniger ins Büro. Die wollen diese Fahrtwege nicht mehr auf sich nehmen. Das ist ein Gamechanger, der nicht mehr zurückzudrehen ist. Besonders Büroimmobilien sind davon natürlich betroffen. Und wenn wir uns mal die am meisten investierten oder die Banken in den USA, Regionalbanken in den USA, die da am meisten im Feuer haben in Sachen Commercial Real Estate, also Gewerbeimmobilien, dann sehen wir eine Bank OSK, kenne ich persönlich gar nicht. Wir sehen aber auch relativ weit oben eben die PacWest und nur knapp dahinter dann Western Alliance. Also diese beiden Banken haben ein signifikantes Risiko eben auch durch diese Gewerbeimmobilien. Deswegen dürfte es auch kein Zufall sein, dass die diese beiden Banken vielleicht jetzt im Fokus sind, zunächst mal PacWest, aber ich denke dann auch Western Alliance Bancorp dürfte davon betroffen sein. Und betroffen ist jetzt auch Jamie Dimon und JP Morgan und Citigroup und Wells Fargo und Bank of America, also die 4 Großbanken in den USA, denn
Nach den Bankenpleiten von Signature, von Silicon Valley, von First Republic ist die Einlagensicherung leer. Also müssen jetzt die Großbanken hergehen, die ja teilweise davon profitiert haben, von den Schwierigkeiten der anderen Banken, weil viele dann zunächst mal ihr Geld eben in die vermeintliche Sicherheit gebracht haben. JP Morgan too big to fail, also bringe ich mein Geld zu JP Morgan. Aber auch das ist wohl vorbei. Man hat kapiert, okay, die zahlen auch keine Zinsen. Jedenfalls müssen die jetzt das Ganze ersetzen, müssen Milliarden bezahlen, damit diese Einlagensicherung wieder aufgefüllt werden kann. Wie viele Milliarden ist noch nicht wirklich klar. Und hier sagt Markets and Mayhem, letzte Nacht habe ich jemand gehört, es gibt keine Bankenkrise. Und schon ist wieder der nächste Problemkandidat in Schieflage. Wie gesagt, mehr als 50% der Banken haben mehr Liabilities als Assets. Also die sind strukturell unter Wasser. Die wären unter normalen Umständen eigentlich insolvent. Und Andreas Beck, den ich ja an sich sehr schätze, der hat damals schon im März gesagt, ich glaube 21. März oder irgendwie sowas, ich habe dann am 22. hier dieses Video gemacht, diesen Videoausblick gemacht, die Bankenkrise ist vorbei, ja okay, damals Credit Suisse. Das war damals ganz heiß. Das scheint wirklich vorbei. Noch haben wir in Europa keine Bankenkrise, auch wenn hier das Rattenrennen beginnt, bereits mit den Zinsen. Eine deutsche Bank gibt ihren Geschäftskunden schon den Euribor. Das heißt, man gibt hier Zinsen weiter, gerade wenn es größere Unternehmen sind. Andere können da nicht mehr mit. Die können diese Zinsen nicht bieten. Das gilt ja auch für die Regionalbanken in den USA. Das geht schlichtweg nicht. Dementsprechend glaube ich nicht, dass diese Krise, zumindest was die USA betrifft, vorbei ist. In Europa muss man sehen, die ist strukturell und wird daher lange dauern. Und sie wird eben vor allem zu einer Kreditklemme führen. Der ist bereits ja schon hier in der Mache. Wir sehen mal Global Credit Downgrades, also wo die Kreditwürdigkeit abgestuft wurde von Unternehmen. Und dann sehen wir hier, das ist jetzt schon mehr als jetzt in letzter Zeit mehr gewesen, als wir das in den vorherigen Jahren gesehen haben. Und das kommt jetzt noch oder kommt noch obendrauf mit eben diesen Verschärfungen der Kreditkonditionen, also der Kreditklemme. Wo stehen wir jetzt eigentlich? Sind wir am Anfang eines neuen Bullenmarktes, wie viele sagen, gerade auch in den Kommentaren auf meine Videos? Wir sehen jetzt eine Versteilung der Zinskurve. Wir haben eine massiv invertierte Zinskurve gesehen oder fast alle Laufzeiten waren invertiert, ein normal sehr deutliches Signal für eine kommende Rezession. Wenn aber dann die Zinskurven sich versteilen und wieder entinvertieren, dann beginnt normalerweise die Rezession. Aber hier mal dieser Ablauf, Curve steepens, also die Zinskurve versteilt sich, Credit tightens, also die Kreditkonditionen werden rigider, dann beginnt die Zinssenkungsphase und es wird dauern, bis dann das Tief erreicht ist. Warum? Das wollen wir gleich sehen. Hier sehen wir jedenfalls, wie sich die Zinskurve bereits versteilt. Noch besser hier vielleicht von Holger Cepic diese Grafik, die 2- und die 10-Jährige, jetzt nur noch bei 61 Basispunkten. Das ist jetzt so wenig wie seit März nicht mehr. Also wir sehen eine ziemlich deutliche Versteilung der Zinskurve, die noch nicht wieder bei Null ist, aber in die Richtung geht. Und hier eine Grafik, die zeigte, dass durchschnittlich die Fed zwischen der letzten Zinsanhebung, die wir ja kürzlich gesehen haben, und der ersten Zinssenkung 4 Monate vergehen. Warum senkt die Fed die Zinsen? Weil eine Rezession kommt. Die Aktienmärkte aber fokussieren sich nur, oh, die Fed könnte die Zinsen ansenken oder sie könnte eine Zinspause machen. Ist doch großartig, aber man will den Elefant im Porzellanladen nicht wirklich sehen. Das halte ich für einen Fehler. Und warum es ein Fehler ist, das hat Diego Fastnacht wieder ganz großartig auf den Punkt gebracht. Warum sinken Aktienkurse in und vor Rezessionen, wenn die Zentralbanken die Zinsen senken? Der Grund für Zinssenkungen von Zentralbanken führt zu höheren Risikoaufschlägen. Das heißt, die Banken sehen, die Dinge werden schwieriger ökonomisch. Gebe ich dem Unternehmen einen Kredit oder dieser Privatperson? Ich weiß nicht, wie die Perspektiven sind. Das ist mir zu unsicher. Im Zweifel gebe ich keinen Kredit. Ein Bankerfreund von mir, der sagte, wir geben keine Kredite mehr. So hat er ein bisschen überspitzt formuliert, aber er hat gesagt, wir machen die Taschen zu. Wir machen hier praktisch gar nichts mehr, gerade im Immobilienbereich.
Jedenfalls heißt es zwar, dass die Leitzinsen sinken, aber die Kreditaufschläge, also die Risikoprämien für Kredite massiv steigen und diese schlechteren Finanzierungskonditionen sind dann auch schlecht für Risikoassets, nur wenn die Zinsen gesenkt werden, weil die Inflation niedrig ist und keine wirtschaftlichen Probleme da sind, dann steigen Aktien. Die Märkte scheinen also davon auszugehen, dass wir keine wirtschaftlichen Probleme haben werden. Wir haben heute die Erzeugerpreise gesehen, ticken unter der Erwartung. Allerdings wurde der Vormonat jeweils nach oben korrigiert oder revidiert. In der Summe eigentlich ein Nullsummenspiel. Dann die erste Äußerung eines FED-Mitglieds seit den gestrigen Inflationsdaten. Kashgari, der gesagt hat, Inflation ist immer noch zu hoch. Wages soften somewhat, also der Preisdruck durch die Löhne hätte etwas nachgelassen. Und nach wie vor sieht er keine Evidenz für eine nachlassende Inflation im Dienstleistungssektor. Okay, schauen wir mal, ob das auch noch kommt. Jedenfalls sehen wir, dass am Arbeitsmarkt erste Spuren jetzt dieser Abkühlung kommen. Wir haben heute die Initial Claims mit 264.000, also die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ist stärker gestiegen als erwartet. Das ist der höchste Wert seit Oktober 21. Und hier sehen wir mal den 4-Wochen-Durchschnitt. Da sehen wir schon sowohl bei den Erstanträgen als auch bei den fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe, dass es da ziemlich deutlich nach oben geht. Und was machen die Amerikaner? Die haben gestiegene Kosten. Also weiter richtig schön die Kreditkarte belasten, um den Lebensstandard nicht senken zu müssen. Hier sehen wir, dass jetzt nach den letzten Daten die Kreditvergabe oder diese Kreditkartenauslastung um weitere 17,6 Milliarden Dollar gestiegen ist, der größte Anstieg in einem Jahr. Über 50% der Amerikaner wären nicht in der Lage, eine überraschende Ausgabe, die nötig ist, von $400 zu leisten. Also geht man in die Kreditkarte, zahlt dafür Zinsen von 20-25%. Das geht eine Zeit lang gut, aber nicht lange gut. Irgendwann können die nicht mehr. Dann verlieren sie vielleicht noch ihren Job und dann ist Ende im Gelände. Dann geht der Konsum zurück, dann kommt die Rezession. Das ist die logische Folge und auch die Inflation geht dann zurück, das zeigte dieser Tweet, wenn die Bilanzsumme der Fed sich deutlich reduziert und sie reduziert sich ja wieder nach diesem Intermezzo Anfang März durch die Bankenkrise. Hier sehen wir eine 95-prozentige Korrelation zwischen der Bilanzsumme der Fed und der Inflation und gleichzeitig, wenn also hier eine Rezession wahrscheinlich ist, sehen wir Bewertungen gerade im Tech-Sektor, die oberhalb des Spitzenwertes aus dem Jahr 2007 liegen, also Dotcom-Bubble. Das muss man sich mal vorstellen. Also es ist jetzt nicht gerade billig und das geht heute weiter. Wir sehen etwa eine Google, die über 5% zulegen kann, eine Amazon, aber sonst ist so ziemlich alles rot. Was wir hier sehen, auffallend jetzt der Dow Jones deutlich schwächer, der Nasdaq besser. Der VIX ist wieder deutlich gestiegen heute. Also die Industriewerte, die Zykliker, die eher, wo man sagt, oh ja, die sind anfälliger für eine Rezession. Aber wie gesagt, für mich ist Apple auch ein Zykliker. Hier sehen wir, dass die Dinge also schwierig werden. Auch in China ist es schwierig. Hier sehen wir die Kreditvergabe deutlich unter der Erwartung. Da hatte man sich viel mehr erhofft. Wir hatten ja hier die Inflationsdaten aus China ganz niedrig. Die Erzeugerpreise sogar minus 3,6%. Wir sehen, dass in China die Rohstoffpreise weiterfallen. Wir sehen Kupfer ja auch hier unter Druck. All das ist ein Zeichen, dass die anderen Märkte geben. Nur die Wall Street sagt sich, das ist uns einmal wurscht. Und in der Eurozone, also bei uns, kann man sagen, da sehen wir, dass die Konsumenten jetzt deutlich steigende Inflation erwarten. Das heißt, die EZB ist jetzt mit einer Situation konfrontiert, wo die Leute mehr Inflation erwarten. Also sagen, später wird es teurer, dann kaufe ich doch besser jetzt. Dadurch steigt die Nachfrage. Aber Inflation ist auch großteils das Gleichgewicht oder Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Wenn viel Nachfrage ist, dann sagen sich die Unternehmen, dann kann ich ja die Preise erhöhen. Die Leute sind ja richtig heiß auf meine Produkte. Dementsprechend hat die EZB ja auch ausgemacht, dass die Profite der Unternehmen ein Faktor sind. Natürlich nicht die Geldmenge, die man massiv erhöht hat. Nein, natürlich nicht. Aber interessant ist, wir haben jetzt sehr viele hawkische Äußerungen von EZB-Mitgliedern gehabt, die gesagt haben, wir müssen wahrscheinlich bis September die Zinsen anheben, dennoch fällt Euro-Dollar. Warum fällt Euro-Dollar aus meiner Sicht? Weil Amerikaner jetzt oder amerikanisches Großkapital, das ja vor allem auch im DAX investiert ist,
versucht, vorsichtiger wird, dementsprechend die Investments, die ja super gelaufen sind, etwa in Deutschland im DAX, wenn man da zum richtigen Zeitpunkt reingegangen ist, jetzt wieder zurückzuführen. Deswegen fällt sowohl der DAX derzeit auffallend und es fällt eben auch der Euro-Dollar trotz des hawkischen Trash-Talks und trotz der Erwartung, dass die Fed vielleicht mit den Zinsen fertig hat. Das wollte ich Ihnen noch mit anheimgeben als erste Artikelempfehlung. Euro-Dollar fällt, Inflationsdaten und EZB-Aussagen verpuffen. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, das ist der gute Jamie Dimon, der gesagt hat, ja, guckt euch mal die bösen Leerverkäufer an. Ja, ein Profiteur dessen, was da passiert ist. Er hat für ein Schnäppchen die First Republic bekommen, hat hier Milliarden geschenkt bekommen. Hat er gesagt, das ist für die Aktionäre und aus Patriotismus gehen. Na, nicht, weil das richtig Kohle bringt. Überhaupt nicht. Zweite Empfehlung und letzte Empfehlung. Die BRICS erörtern eine gemeinsame Währung. Ab August wird das gelingen. Indien und Russland konnten sich nicht mal einigen auf die Bezahlung von Öl, in welcher Währung das passiert. Aber schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also, diese drei Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao. Morgen ja kein Marktgeflüster, aber sehr wohl ein Videoaspekt. Ciao.